Hallo, ich bin Geburtstagskind. Hallo, meine Lieben. Ja, wie ihr vielleicht schon gehört habt, hier war Geburtstagskind. Ja, Geburtstagskind. Meine kleine Mischka wird heute 10. Okay, alles gut? Ja. Bah, ekelhaft. Ekelhaft? Ekelhaft. Auf jeden Fall, die kleine Mischka wird 10 Jahre alt. Aber noch nicht. Also ich habe dich erst um 17.44 Uhr geboren. Also noch 5 Stunden. Michelle ist gerade von der Schule gekommen. Wir holen jetzt gleich die Lara vom Kindergarten ab. Und dann machen wir uns einen schönen Geburtstag. Ich habe mir jetzt gedacht, bevor wir nach Hause fahren und einfach nur irgendwie warten, bis der Papa und der Patrick von der Schule und der Arbeit kommen, machen wir uns einen schönen Tag in Wien. Wir machen was. Wir gehen jetzt mal was Kleines essen. Und danach ein bisschen shoppen. Die Michelle hat ja sich zum Geburtstag ein Fahrrad gewünscht. Und wir haben so ausgemacht, dass sie sich das selbst aussuchen darf. Das heißt, wir gehen dann... Sollen wir das heute gleich aussuchen? Okay. Machst du jetzt? Dann gehen wir zum Spielzeugladen oder in den Sportladen und gucken uns mal die Fahrräder an. Und ich darf mein Fahrrad mitentscheiden. Ja, mitentscheiden. Auf jeden Fall, danach, wenn der Papa kommt, dann gehen wir nochmal essen. Und heute essen machen wir dann auch am Abend, ne? Gut, auf jeden Fall, ich hole mal jetzt schnell die Lara ab und dann machen wir uns auf die Socken. So, die Michelle hat sich McDonald's ausgesucht zum Mittagessen und ich habe den Mädels jetzt so eine 20er Chicken Nuggets genommen. Also da liebt wer Sour Cream Sauce, oder? Im Winter was? Die kleinen, genau. Mama! Sehr ruhig ist die. Meine Güte. Schon Sour Cream kosten. Hast du jetzt so immer Kaugummi im Mund? Nein, ich hab da ein paar schon gehört. Ach so. Ich versuche ja jetzt in letzter Zeit bewusster Fleisch wegzulassen und habe mich deswegen für einen Veggie Wrap entschieden. Bin auf jeden Fall gespannt, wie der schmeckt. Lecker. Magst du auch mal beißen? Mama? Ja? Also, wenn es kalt ist. Wir haben noch gar nicht mal die Eisbären. Wo wohnen die Eisbären? Die Eisbären wohnen am Nordpol. Was ist ein Nordpol? Da ist ganz viel Schnee und Eis. Ein Land. Und da kommen wir Wasser und da können wir schwimmen. Ja, genau. Aber Land ist Wasser, ist aber ganz kalt. Mhm. Ganz kalt. Das sind Anfrieren. Ja. Premiere, Veggie Wrap. Magst du auch mal kosten? Mhm. Jammer. Das ist ein Gemüseleibchen. Schmeckt wohl lecker. Mhm. Die Soße ist ja lecker. Was hat es denn für dich? Ich weiß nicht so. Wie scharf. Ich will nicht schaffen, ich kann schaffen, ich bin nicht dran. Das stimmt, ja. So, meine Lieben, jetzt sind wir im Kinderparadies angelangt. Wir sind bei Smith Toys. Ja, und wir gucken Smith Toys und wir gucken ein bisschen durch. Die Michelle, wie gesagt, wünscht sich immer noch ein Fahrrad, oder? Ja. Die Kinder sind natürlich alle hier. Ja! Auto! Die. Ja? Weiß ich nicht. Kann man das ja. Magst du Michelle nehmen, oder? Ja, magst du Michelle? Ein Pferde oder Eiskönigin, Tischdecke. Nein, Peppa Pig. Was? Peppa Pig? Oder LOL. Komm schon. Oder Pirat. Das kann nur die Jungs, die Mama. Kennt nur für Jungs? Ja. Ach so. Ich bin aber auch nicht für das Mädchen. Warum nicht? Bitte, bitte. Die Kinder sind ja gut beschäftigt. Oder Kinder? Michelle, möchtest du auch noch ein schönes Babyspielzeug? Hey, du bist aber nicht auf der Straße gefahren. Michelle, du musst auf der Straße fahren. Hä? Ich verstehe nicht, wie fährt man da? Wenn man lenkt. Achso, wenn man lenkt. Ja, aber nimm es in die Hand. Geht so? Nein. Das ist für ab 2-Jährige. Wie alt bist du heute geworden? Entschuldigung. Ich bin heute 3. 3? Habt ihr einen Keks dabei? Ein Rosa.
Ein rosane Affe. Ich glaube, ich weiß, was die Michelle sich wünscht, oder? Sein Schminken. Diese Puppen schauen echt gruselig aus. Weißt du noch, als du deinen voller mit Schwarz angemalt hast? Lara. Und ich habe mich voll erschrocken von dem. Immer. Als ich, dann habe ich ihn weggeschmissen. Ich einfach Angst vor ihm hatte. Ihr macht mich fertig. Jetzt willst du auch eins? Gott, hier die Ratten. Die Babyratten. Da ist noch ein Kaka. Und da ist ein Kakahaufen. Die Luisa will jetzt genau dasselbe wie die Lara. Ja. Ja, komm. Gehen wir zu den Fahrrädern. Leben mit vielen Kindern, ne? BTS. Ah ja, BTS. Holy crap. Ja. Oder wollt ihr so einen? Der hat einen flauschigen Kopf. Ja, da kann man Gassi gehen. Aber Malz ist... Da steht Rhymey. Wollt ihr den haben? Okay, kommt. Geh mal. Was hast du denn da gefunden, Lisa? Die Michelle hat sich jetzt Aufklebenägel ausgesucht. Welche Farbe, zeig mal. Okay. Gibt aber schönere. Oder? Ah ja, stimmt. Ja, die Michelle muss sich jetzt das aussuchen. Sie hat Geburtstag. Mama, darf ich da was haben? Was denn? Eine Tasche? Eine Augenmaske? Kann ich gut einschlafen, Mama? Nee, Lara, du brauchst keine Augen, weißt du, du bist... Boah, schaut euch das an. Was ist das denn? Luisa? Luisa? Nein? Oh, schade. Tschüss! Und, ist es groß? Klein? So, meine Lieben, Problem, ich kriege das Fahrrad, so wie es ist, eingepackt, nicht ins Auto. Aber natürlich kann ich mir natürlich selber helfen. Ich habe nämlich das ganze Paket hier aufgerissen und hoffe, dass es dann besser reingeht. Also anders habe ich jetzt nicht gewusst, wie ich mir helfen kann, aber sollte jetzt sich auf jeden Fall fix ausgehen. Ja, weil so geht es nur rein und Karton ist einfach viel zu sperrig und das Fahrrad alleine, das geht sich schon sicher aus. Na, wo sind wir denn da? Hallo! Ihr seht, haben wir uns jetzt, anstatt nach Hause zu fahren, hier noch in den Family Fun begeben. Einfach so, ganz spontan. Ich habe keine Münze mehr, Luisa. Hey, Lara fährt noch eine Runde. Tschüss, Lara! Luisa, warte! Wollt ihr raufgehen zu den kleinen Kindern? Lara, geh mal rauf zur kleinen Kinderabteilung. Ja, komm. Michelle, komm. Hallo Luisa. Oh nein. Hey. Ist das nicht gefährlich? Ja. Ganz cool. Luisa, Schatzi, Mas, komm her. Hallo. Wo ist mein Baby?
Oh, mein Baby. Oh, mein Baby. Du kannst auch reinspringen, Luisa. Eins, zwei. Oh, räumst du auf? Ach so? Bleiben wir noch ein bisschen da und dann gehen wir auch rüber, okay? Wow, super macht ihr das! Ich mag nicht. Nein. Ja? Ich mach meinen Kurs. Mama, weiter! Ja, Mama. So, meine Lieben, kleinen Sprung zum Chinesen. Michelle hat sich ausgewählt am Abend beim Chinesen. Na, hallo Baby. Michelle sieht da. Wink mal. Und schaut mal, wer noch da ist. Papa Bär und Patrick Bär. Und ich habe mir hier schon ein Sushi geholt. Für die Luisa da ist, aber die Luisa ist gerade ein bisschen raunzig. Ja, ich ein bisschen raunzig. Ist nicht lecker, der Sushi? Probier das mit Avocado, das schmeckt dir sicher. Das schmeckt mir nach Fisch. Hast du das schon angeleckt oder so? Nein. Okay, dann nehme ich das. Wer will noch eine? Danke. Sushi schmeckt nach Fisch. Ich liebe Avocado-Sushi. Hat mein Favorite Süßigkeit beim Chinesen. Und zwar gebackene Früchte, Banane und Apfel. Richtig gut. Schon mal probiert? Mit Honig, also einen richtigen Honig eingetunkt. Mega lecker. Lara, was machst du denn da? Spielen. Lara spielt auf Patricks Handy und hat ihr Eis schon fertig gegessen. Papa, was gönnst du dir da? Was heißt? Ich habe den Kuchen, der ist so frisch, dass die Hälfte am Boden geblieben. Wo ist denn der Luisa? Der Patrick hat sich Donuts gegönnt. Boah. Gefällt dir dein Geburtstag? Yeah. Mein Affe kommt auch zu mir. Bist du Mamas Affe? Jetzt wird die Torte gegessen. Den Hundi darf auch essen. Komm schon, Patrick. Komm schon, Patrick. Komm schon, Patrick. Wie ist es, Michelle, 10 Jahre alt? Oh, schaut mal, das Geburtstagskind deckt sogar. Wow. Mama, wow. Mama,
So, wo ist jetzt die Mischka? Emma, klar, mein Hund will jetzt doch mal wieder. Ist auf deinem Platz. Mein Hund will jetzt essen. Mein Hund will jetzt. Mama, der Hund, mein Hund hat gesagt. Was soll ich da aber unter den Couchtisch? Mein Hund hat gesagt. Mama, mein Hund hat gesagt. Mama? Ja. Mein Hund hat gesagt, der will jetzt alleine essen. Magst du neben deiner Schwester sitzen? So. Komm, alle aufpassen. Eins. 2, 3, Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Michelle. Happy Birthday to you. Wünsch dir was, mein Kind. Bravo. Mama. Michelle. Auch meine Mischki. Papa, haben wir gut gemacht. So viele davon. Mach mal ein Hund jetzt. Du bist der Geschichte. Es war eine Mutter, sie hat Mama, vier Kinder. Hund ja. Papa, du musst Michelles Fahrrad zusammenbauen. Jetzt? Ja. Jetzt in der Nacht. Ja. Da kann ich nicht morgen fahren, weil morgen habe ich keine Hausübung, dann kann ich stehen. Komm schon, Baba. Ja. Na. Komm schon, Baba! Na gut, wurde schon abgestimmt. Es ist ja nicht so viel zum Zusammenbauen. Na, na, für euch ist nicht viel. Kann ich Zimmer ausmalen, die 2 Stunden ist fertig. Psst. Verabschiedest du dich vom Blog, Baba? Tschüss! Du musst sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, meine Lieben, fürs Zuschauen. Bis nächstes Mal. Die Mama sagt immer, dass ich nervös bin, wenn ich so mache. Aber es stimmt ja gar nicht. Du bist einfach nur selber ein bisschen crazy, oder? Ja. Okay. Bitte, ich melde den Hund am Boden. Abonnieren nicht vergessen. Abonnieren nicht vergessen. Bitte Kommentare unten schreiben. Und ein Like nicht vergessen. Glocke aktivieren. Glocke aktivieren. Okay, tschüss. Tschüss.